Hand auf meine Art, Ladies first. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Bin du jetzt. Du kannst doch nicht mal gucken. Du jetzt. Geh mal zurück. Du stinkst aus dem Maul. Guck dich mal an. Guck in die Reihe. Nein, Bruder. Die hat ihre Haare mit Fritteusenfett gestylt auf jeden Fall. Deine Mutter. Deine Mutter. Ich hab deine Mutter immer. Ich hab dein Vater. Ich bin der Stiefvater. Einzige was? Warte mal. Ich könnte deine Stiefmutter sein. Ich hatte gestern was mit deinem Vater. Okay, geht's los. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sind eingefroren. Füße sind Eiszapfen geworden. Wir sind wieder bei mir in der Stadt Ingelnhausen. Es ist schon länger wieder her, dass ich Kinder gemacht habe. Aber so langsam kommt der Frühling, Sommer. Heißt, wir gehen wieder raus. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir checken einmal unsere wunderschönen Ladies ab. Bitte schön, check sie mal ab. Oh mein Gott, guckt sie euch an. Miau Minas am Start. Oh, wer ist die Hübsche denn? Oh, Kim Kardashian ist auch dabei. Oh, Ruski Panimaisch. So, jetzt die Jungs. Bex Andy ist auch hier am Start. Okay, wow, was für ein Playboy. Da haben wir irgendwelche Schausteller, die richtig gut aussehen. Okay, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was zu tun ist. Tinder auf meine Art, Ladies first. Miau. Miau. Wie geht's? Gut, dir? Mina, stell dich mal für die Leute vor, die dich noch nicht kennen. Ich bin Mina, 24, miau. Man kennt dich trotzdem. Man kennt mich. Okay, weißt ja, was deine Aufgabe ist, ne? Locker easy. Abchecken. Abchecken. Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Nee, auf keinen Fall. Nein? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, sieht mir zu protzig aus mit seinem Jogginganzug. Sieht zu was aus? Zu protzig, irgendwie so aufgesetzt, ich weiß nicht. Also gefällt mir nicht, überhaupt nicht. Auch die Haare, ganz schrecklich. Also die Haare gehen gar nicht, also gefällt mir nicht. Also überhaupt nicht mein Typ. Guck dir auch deine Schuhe an. Meine Schuhe sind normal. Ich hab mir Ekel auf ihre Zähne, was soll denn das sein? Was? Das sieht eklig aus, ehrlich, das ist brutal. Was? Ui, sieht aus wie ein Stier. Haben wir schon gehört, danke. Aber deine Zähne sind schief. Was deine ist Zahnspange? Hast du Metall drin? Pfui. Ja, guck dir das mal an. Sieht aus wie ein Stier. Warte, ich komme gleich zu dir. Mina, was sind denn so deine Typen? Das wollen wir jetzt mal alle wissen. Auf jeden Fall über 1,80. Aha. Bisschen brauner. Und keine Ahnung. Nicht so ein protziges Aussehen mit so geleckten Haaren. Als hätte so eine Kuh drüber geleckt. Ich weiß nicht. Okay. Sehr radikal angefangen. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stellen Sie sich mal bitte einmal vor. Ich bin der Giant, bin 19 Jahre alt, aus Hanau. Giant, du bist einverstanden mit dem Video, dass wir es überall hochladen. Ja, klar. YouTube, natürlich. TikTok etc. Alles gut. Haben wir dein Einverständnis? Hast du mein Einverständnis. Okay, dann checkst du mal Miau Mina einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Giant, würdest du Mina daten? Ja, nein, begründet. Nein, also wirklich null mein Typ. Auch ganz schwer auch einzuschätzen, wenn ich jetzt fragen würde, wie alt sie ist, würde ich eine Antwort erwarten zwischen 13 und 30. Also ganz komisch, ganz null. Warum sagst du 13? Keine Ahnung, das ist so eine ganz kranke Sache. Sie können zwischen 13 und 30 sein. Er sagt, sie sieht aus wie 13? Ja, zwischen 13 und 30. Und du siehst aus wie ein Milchbubi mit Bart. So eine ganz komische Mischung. Mal kurz, hast du dich mal angeschaut? Was willst denn du jetzt? Du kannst doch nicht mal gucken. Geh mal zurück, du stinkst aus dem Maul. Guck dich mal an. Geh mal wieder in die Reihe, geh mal wieder in die Reihe. Sieht aus wie der Alien von Men in Black. Wie der kleine Wurm von Men in Black. Ich besser aus als du. Dich hat keiner gefragt. Geh mal wieder auf die billigen Plätze. Okay, ich komme gleich zu Ihnen. Tja, okay, vorher auch. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich bin so aus dem Bett wahrscheinlich gerade aufgestanden. Dreckige Schuhe. Richtig reden, ich verstehe nicht richtig. Seine Aussprache. Aufgepumpt. Ganz komisch. Metall im Maul. Und ganz, also ein ganz komisches Kindergesicht. Was sind deine Typen so, Frauen als Geschmack? Ganz ehrlich, bisschen dunkler, klein. Auf jeden Fall kleiner. Ich groß bin ich ja nicht, das gebe ich zu. Aber 1,70 bin ich auch nicht. Dunkler, kleiner Typ, Locken vielleicht. Seine Zähne stehen kreuz und quer und er will mir irgendwas sagen. Ja, er hat ein Stiergebiss in die Zähne. Guck dir das du mal an. Du hast eine Beule in der Hose. Woran liegt's? Was soll das denn sein? Okay, die beiden haben sich echt gerne. Wir machen weiter. Aber dankeschön, dass du dabei warst. Hallo, hallo. Hallo. Stellen Sie sich mal bitte einmal vor. Ich bin die Anissa, ich bin aus Frankfurt, ich bin 18 Jahre alt. Okay, check ihn mal ab von oben bis unten. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, ist nicht mein Typ. Warum nicht? Laufender Meter neben mir, weil er ist zu klein. Okay, was sind deine Typen? Die müssen schon groß sein, die müssen neben mir was zeigen können, dass sie mein Mann sind und nicht neben mir wie ein kleines Kind stehen.
Also du achtest sehr auf die Größe. Ich achte darauf, dass er neben mir wie ein Mann aussieht und nicht wie ein Mädchen. Okay, gut. Dann hören wir uns jetzt mal die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin der Tyron mit 17. Tyron? Ja, mit 17. Okay. Haben wir auch dein Einverständnis für das Video, dass das veröffentlicht wird überall? Ja. Auf YouTube, TikTok? Okay, mach mal. Okay, dann check sie doch mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nee, ich stehe eher auf blonde Mädchen. Eher auf blonde? Sie gefällt dir nicht? Sie ist nicht hässlich, aber sie ist nicht mein Typ. So macht man das, sehr korrekt. Du stehst auf Blondinen. Ja, sag dein Instagram, damit alle Blondinen dir folgen. PlayboyThai07. Playboy? Du bist echt ein Playboy. Aber okay, hat mich gefreut, dankeschön. So, dann gehen wir mal eins weiter. Also irgendwie habe ich so ein cringiges Gefühl hier. Das kommt so, als ob ich auf die dunkle Seite komme. Stell dich mal vor. Hi, ich bin Sarah, 19 Jahre alt. Und Sarah, woher kommst du? Ich komme aus Frankfurt. Okay, Sarah, du hast ja dein Date beim Wand nicht bekommen. Check doch mal diesen Typen einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Passt nicht. Was passt dir nicht? Passt nicht. Was nicht? Es passt doch einfach nicht. Okay, aber was gefällt dir nicht? Definier mal. Alles an ihm. Alles an ihm? Alles, nein, passt nicht. Okay, was sind deine Typen? Groß, Bart, Marok, sowas. Okay, es ist also nicht. Nein. Dann hören wir uns doch mal die Meinung von drüben an, ja? Check. Check. So, grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, mein Lieber, alles klar? Ja, bei dir? Auch, muss. Okay, wie heißt du? Ich bin Sami, Bruder. Sami? Ja. Okay, Sami, check mal die liebe Sache einmal von oben bis unten ab. So, lieber Sammy, sag uns, würdest du Sarah daten? Ja, nein? Begründe es. Nein, Bruder. Die hat ihre Haare mit Friteusenfett gestylt auf jeden Fall. Du hast 20 Kilo zu viel drauf. Ich? Ja, und du mit Gardostock, Alter. Du brichst in der Mitte durch, wenn man dich einmal eine Backpfeife gibt. Ich schwör's dir. Backpfeife. Guck mal, wie du aussiehst. Du hast deine Jacke vom Flohmarkt gekauft für 10 Euro, Alter. Du hast noch verhandelt für diese Jacke. Was willst du? Backpfeife, halt mal kurz deine Guck mal, du grüner Krokodil, guck mal, wie du aussiehst. Was sagst du, Alter? Oh mein Gott, der Arme. Was hast du für eine Brille? Wo hast du deine Brille? Woher hast du deine kleine Kinderkleidung? Rollst du dir mal? Nein, auf gar keinen Fall. Aber er hat so eine. So einen in seinem Arsch gehabt. So einen. Auf jeden Fall, ich würde sie nicht daten. Sie sieht aus wie von Abdulus, Bruder. Ein Zip auf jeden Fall. لا لا طب بول موكي وتلقحبا سميتيها دابا انا دار ما في ماروكو نخمو في ماروكانيش انا حنا كانت داني اس جبورنن انت يا العزام البوكي وتلقحبا انك ربكي وتلقحبا انك امك دو سيب من الموت على وسط من شام هاك با دال لب شام هاك بعد وصصو على دو تري تاج بعد غزيتش ما او ماي جاد كوفت يما بيتي ريشتيغ شو اسما اون كوم اسما اي ده موس ما كلار كوم باس اون بلا واخ في 2 جرام هاش Alter, was sind die von mir, Alter? Leiste dir erstmal eine original Gucci Cap, weiter dein Fake Sack. Erstmal eine richtige Cap, Schmuck, dann red erstmal weiter. Ich bin kein Möchtegern. Kleiner, du bist gar nichts, bleibst respektlos anderer Frauen. Geh mal deine Zähne putzen los, ein Mund, du bist hier schon auf alle. Du hast an deinem Bart richtig rasieren, dann lass dir erstmal einen Bart wachsen, ja? Oh. Erstens, also was meint? Du hast mit mir gar nichts zu reden, ja? Lass ein Sch in deinem Mund, dass du so stotterst oder was? Wie oft musst du es wiederholen? Du schneidest, nimm erstmal ab, Alter. Ich bin gespritzt. Du hast deine Lippen gespritzt. Ich hab wenigstens Masse, ich hab wenigstens was zu essen. Du hast gar nichts. Nur weil deine gespritzt sind, heißt es nicht, dass andere gespritzt sind, du Schmuck. Ja, soll nicht so aussehen, wenn was gespritzt wäre, oder? Du siehst aus, als würdest du frisch von Türkei Urlaub kommen, Alter. Alles gemacht, Alter. Was willst du von mir? Ey, Naturschönheit. Sorry, wenn man nicht so aussehen kann, oder? Was hat er überhaupt für ein Kindertattoo auf seiner Hand? Ich trau mich wenigstens, meine Haare zu zeigen und hab keine Käppi auf. Aber sei mir ehrlich, wenn du sie so anguckst, ist sie nicht dein Typ? Auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Sie sieht aus wie so ein Mikado-Stock, oder? Deine Mutter. Deine Mutter, ich hab deine Mutter immer ich hab dein Vater. Ich bin der Stiefvater. Ich bin der Stiefvater. Ich bin dein Stiefvater. Einzige was? Warte mal. Komm mal her. Kannst du Stiefvater nennen? Was willst du mit mir? Das einzige was du ist deine rechte Hand, du Stinktier. Sarah, was hast du zu sagen? Komm. Ich war gestern mit deinem Vater. Ich könnte deine Mutter sein, du Schmuck. Ich könnte deine Stiefmutter sein. Ich hatte gestern was mit deinem Vater. Ich hab gar keine.
Ey, du siehst aus wie eine Putzwache. Ich mach dir eine. Ich mach deine kleine Schwester. Sogar Zwillinge, wenn du willst. Ab heute nennst du mich Stiefdaddy. Willst du 5 Euro? Hier, geht dir was kaufen. Dein Fake kannst du uns einstecken. Nein, hier. Geht dir was kaufen. Hast keine Sprüche mehr drauf? Oder warum gehst du? Ich hab keine Zeit mehr, mit dir zu reden. Ja, Businessman oder was? Muss nach Hause. Deine Mutter hat angerufen, er muss nach Hause. Ey, wie viel hast du für deine Kappe verhandelt in der Türkei? Sag mal. Ich hab die geschenkt bekommen von meinem Onkel. Geh mal deine Nase operieren. Was hast du für eine Nase? Kein Problem. Du musst mal dein ganzes Fett absaugen lassen, mein Schatz. Ich hab gut Masse. Siehst du deinen Bauchnabel, wenn du guckst? Ja? Was ist denn hier? Gemacht hat? Was für ein du überrollst jemanden beim Okay, ey, es ist eskaliert. Wir haben auf jeden Fall, eine offen. Dann bleiben wir direkt mal hier. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Mira, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Gelnhausen. Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, niemals. Er sieht mir zu kindisch aus, sein Bart, also er sieht aus wie so ein Dorfjunge. Niemals. Okay. Und was sind so deine Typen? Russen, breit gebaut, hoch, tätowiert. Russen? Ja, Russ. Okay, habe ich auch dein Einverständnis für das Video? Ja. Dass ich es überall veröffentlichen darf? Okay, dann hören wir uns jetzt die Meinung von drüben an. Stell dich vor. Ich bin Tim, Alter, komm aus Oslo. Tim, check sie mal ab von oben bis unten. Kamera ist weg, tippt den Fünferschein direkt wieder auf. Sag uns, Tim, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Ich würde schon sagen ja, weil sie ist schon hübsch. Hey, ein Applaus! So macht man das! Was sagst du dazu? Blamage, aber ich bin ehrlich. So. Du, ich gebe meine Ich sag nur meine offene Meinung hier und ich finde sie halt hübsch. Ich hab gerade Sarahs Vater gewonnen. Siehst du? Kamera weg, heb den Fünferschein direkt wieder auf oder deine Kollegen, du Schmuck. Ich hab das Geld nicht aufgehoben, das hast du bestimmt in deine Tasche gesteckt. Ich hab's wenigstens nicht nötig, aber ich glaube, das könntest du gut beim Puff gebrauchen. Und was ist mit Sammy? Niemals, ich kenn Sammy auch von früher. Ich weiß auch, wie peinlich der schon damals als kleines Kind war. Also, ne. Wollten wir früher in der zweiten Klasse ein. In der zweiten Klasse, da warst du noch im Kindergarten, Sammy. Ja, und hast du auch gesehen von deinem Onkel. Wie alt bist du denn? 20. Klasse im Kindergarten. Ist er dein Typ? Nein. Warum? Ich stehe nur auf Russen so. Ich setz so. Wie lässt du dich denn von einem Jungen? Also, wie stellst du es dir denn vor? Wie muss ein Typ dich ansprechen? Ja, ganz nett und freundlich. Hey, was so ganz normal und lieb und nett. Sammy, wie sprichst du ein Mädchen an? Ich? Gar nicht. Okay, wie machst du das? Wie ich das mache, die kommt zu mir, dann kommt man ins Gespräch. Was hast du gesagt? Bluff, Walla sieht man, wo sind deine Mädels? Zu Hause schlafen, ja, Nimm machen, ja. Wo du jetzt auch sein solltest. So, das war Gelnhausen mal wieder. Absolut. Gelnhausen!